dann hockst du dort und denkst so, okay, da 10 Meter daneben kämpft dein Kind jetzt gerade um Leben und Tod und du kannst nichts machen. Das ist die Geschichte von Emil Kinci, der als 1,5-jähriger Bub vom Traktor überfahren wird und seither schwer behindert ist. Ui. Es ist die Geschichte von Niklaus Kinci, Emils Großvater, der den Unfall verursacht hat und seither mit dieser Schuld leben muss. Und es ist die Geschichte von Ladina Kinci, Emils Mutter, deren Ehe ob diesem Schicksalsschlag in die Brüche geht. Sie alle mussten erfahren, wie einen das Glück in einem einzigen Augenblick verlassen kann. Und wie viel es braucht, bis es in kleinen, wackeligen Schritten wieder zu einem zurückfindet. Und so ist es auch eine Geschichte voller Hoffnung und Lebensfreude. Jetzt. Hoppala. 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 Hopp. Nein. Emil ist heute 5 Jahre alt. Dass er noch lebt, grenzt an ein Wunder. Nein. Oh. Er war ein ganz pflegeleichter Bub. Also, ja, und hat immer Seich im Griff. Ja, und hat halt immer überall will er dabei sein. Ja. Und er war ein fröhliches Kind, er hat auch nicht viel geschreit. Also ja, er war eigentlich so im Summa summarum ein ganz pflegeleichtes Puppi auch gewesen. Und ja, hat Freude gemacht mit ihm. Und gerade in dem Frühling, wo es halt passiert ist, das war dann so der erste Sommer gewesen, wo man mit dem Emil auch hat ihn machen können. Auf die Wiese gehen spazieren oder Schneckenhäusche sammeln oder so irgendwas wie. Hallo! Und auf das habe ich mich schon dann wahnsinnig gefreut, dass man das endlich mit dem Emil machen kann. Ja. Und dann ist das dann dort halt wie zerstört worden. Am 1. Mai 2018 kommt es auf dem Bauernhof der Kinschis in Panis im Prättigau zu einem schlimmen Unfall. Da ist eigentlich am Tag vom Unfalltag von Emil da ist eigentlich das Hauptgeschehen passiert. Also der Unfall ist ein bisschen weiter dann passiert. In der Nähe des Hofes macht Ladina einen neuen Zaun. Sie lässt Emil an diesem Tag in der Obhut ihres Vaters, Emils Großvater. Vor 11 Uhr hat mein Telefon geläutet und dann habe ich schon gesehen, es ist Mama. Und alle dann denken, ja, die fragten sicher, was machen wir zum Mittag oder so. Ja, und das Einzige, was ich dann gehört habe, komm sofort heim, es ist etwas passiert, dann der Regen anrufen. Und ich weiss noch, mit den Herren springen war so mein Gedanke, lass es nicht der Emil sein. Ein kurzer Moment und nichts ist mehr so, wie es war. Emils Großvater fährt mit dem Traktor rückwärts. Und ein Rad erfasst den Kopf seines Enkels. Ja, ich habe ja gar nicht richtig gewusst, was passiert ist, oder? Und der Emil ist da gelegen und man hat eigentlich nichts gesehen. Also mein erster Gedanke war, Emil stand auf und lauf weiter. Und man hat dann nachher schon gesehen, also habe ich dann ein bisschen genauer geschaut und ich habe auch nicht, was ist passiert. Der Neni war da oben am Schreien auch machen und tun. Und ich habe dann auch gesehen, dass der Emil halt da auf der Stirn so Flecken hat, so Spuren, auf gut Deutsch gesagt. Und hat aus der Nase geblutet und aus dem Ohr. Kurzer Zeit später verliert Emil das Bewusstsein. In dem Moment habe ich einfach gewusst, es ist glaube ich, wirklich mega, mega schlimm, was da gerade passiert ist. Also es ist nicht irgendwie nur ein Tatsch am Kopf oder so. Und dort habe ich dann schon zum Emil mal so gesagt, wir schaffen das, egal was jetzt gerade passiert, oder? Die Rega bringt den 1,5-jährigen Emil ins Spital nach Chur. Sein Zustand ist kritisch.
dann ist der Notarzt rausgekommen von der Regen. Und dann hat er halt gesagt, schauen Sie, wir wissen nicht, ob er es überlebt. Ja, hat mir alles Gute gewünscht und ist dann gegangen. Und dann hocke ich dort und denke so, okay, da 10 Meter daneben kämpft dein Kind jetzt gerade um Leben und Tod und du kannst nichts machen. Du kannst wirklich nichts machen. Und dann ist dann der Sven gekommen und ich hatte nur Angst. Die Ärzte kämpfen um Emils junges Leben. Dieses hängt an einem seidenen Faden. Emil ist stärker, als dies alle für möglich halten. Entgegen allen Prognosen überlebt er. Hallo, Emil. Hallo. Einen Monat ist er auf der Intensivstation in Chur und kommt dann für ein ganzes Jahr in die Kinderreha nach Affoltern. Sein Hirn hat großen Schaden genommen. Wird er jemals wieder laufen, essen, sprechen können? Die Ärzte wissen es nicht. Während Emil sich ins Leben zurückkämpft, kämpfen auch seine Eltern. Ladina ist so viel wie möglich bei ihrem Sohn. Ladinas Mann Sven versucht zu Hause, den Betrieb in Gang zu halten. Hallo, Adi. Mama hat mir ein neues Armband bastelt, damit ich den Arm auch ein bisschen mehr brauche. Er hat es schon gemerkt. Vor 3 Jahren hat alles verändert. Dort, wo Emil einst seinen Sandkasten hatte, vergräbt Ladina einen Teil ihrer Erinnerungen. Wann hast du das gemacht? Das war im Unfalljahr, glaube ich, wenn im Sommer habe ich das einmal gemacht. Der Ort da ist für mich immer so, wenn sich der Unfalltag von Emil jährt. Dann nehmen wir ein Foto daher, wie er halt gerade an diesem Tag dann ist. Weil man denkt dann halt immer zurück, was war vor einem Jahr. Und da tue ich immer so ein bisschen ja. Das ist so ein bisschen mein Ritual, was ich so für mich gemacht habe. Also das ist halt 2 Tage nach dem Unfall, sind die 2. Das ist der 1. Mai. Und das da ist der 1. Mai 2019 gewesen. Und da fehlen jetzt, ja, kommt dann schon wieder eins dazu. Ich wäre 10-mal lieber in diesem Krankenbett gelegen, wie dass der Emil das hätte machen müssen. Darum tun wir jetzt die Bilder wieder versorgen. Die Zeit, in der Emil in der Reha ist, wird zur Zerreißprobe. Vorwürfe, die große Schuldfrage und die eigene Trauer belasten das Leben aller Familienmitglieder. Du bist natürlich wie zwischen 2 Stühlen gehockt und es ist alles auf mich eingeprasselt. Und die Schuldfrage, ich finde die auch schlimm. Ich find, klar, der Unfallverursacher ist meine Ätti, das ist ganz klar. Und Schuld eben. Es haben sich alle irgendwie wie Schuld. Auch meine Mama hat sich auch die Schuld gegeben. Wieso habe ich nicht auf den Emil aufgepasst, oder? Absturz. Nochmal einer. Pass auf. Ja, Garage gefunden. Pass auf. Ja. Emil und Ladina haben so etwas wie einen Alltag gefunden. Bis heute ist unklar, was Emil dereinst wieder lernen wird. Seine Fortschritte sind beachtlich.
Längst kann er mehr, als die Ärzte anfangs prophezeit hatten. Emil zu Hause zu haben, auf dem Hof und im Kreis der Familie, empfinden sie als großes Glück. Emils Anwesenheit scheint heilsam. Auch für Ladinas Eltern, Emils Großeltern, die gleich nebenan auf dem Hof wohnen. Jetzt gehen wir zum Nonin, zum Hin. Boink! Wir können noch ein bisschen aufbauen. Wir müssen die Schuhe abziehen. Ja. So. Schau jetzt mal, was wir wollen. Schau mal da. Ha? Genau. Blätter. Ha? Schau da. Schau mal. Langsam. Schau mal da. Oh, ja, genau. Ha? Emil ist das erste Großkind. Von Anfang an war er der ganze Stolz von Heidi und Niklaus Kintschi. Ein Leben lang haben sie auf dem eigenen Bauernhof geschuftet und sich eine Existenz aufgebaut. Vor Emils Geburt übernahmen Ladina und ihr Mann Sven den Hof. Wie hat der Unfall von Emil ihres Leben verändert? Uns. Ja, für mich hat es ziemlich viel. Das war schwer. Das erste Mal ist gar nichts. Gar nicht mehr gelaufen. Ohne Doktor ist nicht mehr gegangen. Und so geschwind alles zusammen. Das ist verrückt. Aber das. Das kommt eine Sekunde auf die andere wechseln. Das ist brutal. Aber. Ja, das erste Mal habe ich halt Mühe mit. Ich konnte fast nicht mehr schnauben, nicht mehr. Das war alles blockiert. Und da kam der Doktor. Ich bin auch langsam auf die Beine gestellt. Und wir waren dann auch zu Chur. Der Seelsorger, der hat wirklich auch viel geholfen. Das braucht es auch. Also das. Und wir haben wirklich auch, wie soll ich sagen, wir haben Briefe bekommen. Und er ist aber durch. Ich war überall im Spital zu Hause. Und da habe ich immer gesagt, ja, ich möchte schon einmal schauen, einen Hunger oder so. Und da bin ich zweimal raus, das ist nicht gegangen. Ich bin nie ins Spital rein, das war fertig. Hast du dich schuldig gefühlt? Nein, jetzt, ja, was will ich? Was will ich? Das ist so hart gegangen, alles zusammen. Und das habe ich noch nicht in. Das war im Sandkasten spielen. Die unterhalb dem Traktor. Ich bin mit dem Retour gefahren und da war er schon unten. So geschwind. Das ist überhaupt das nicht können vorstellen. Da war Leute da vorne. Unter dem Rad. Ja, so eine Weile hat man auch funktioniert. Also klar, wenn das war gekommen ist, also, es war für mich quasi auch am Herd. Wenn es geschält hat, ist er am liebsten das, was verkrochen ist. Und ich denke, ja, schau mal, wo ich jetzt schon was komme. Ja. Meine. Telefon habe ich nie abgenommen. Nein. Ja. Das habe ich gesagt, nein, ich mache ich nicht. Und dann, ich bin eine, ich muss Leute haben, zum Reden. Ich bin nicht so eine. Ich meine, das tut einem auch gut. Und die Pfarrer ist wirklich auch viel gekommen, auch viel geholfen, muss ich sagen. Mit erst 67 Jahren wirkt Niklaus wie ein uralter Mann. Das Gehen bereitet ihm sichtlich Mühe. Emils Unfall, über den er kaum spricht, hat ihm zugesetzt. Er erlitt zwei Schlaganfälle. Komm. Ich kann. Ui! Ja, da kann ich ewig wischen. Dieser eine Augenblick, damals im Mai, hatte auch zur Folge, dass Ladina und ihr Mann Sven sich voneinander entfernten. Ihre Ehe hielt den Sorgen und Ängsten, vielleicht auch den im Raum stehenden Vorwürfen, nicht stand. Im Herbst 2020 trennen sie sich. Sie wohnt mit Emil im Erdgeschoss, Sven im ersten Stock.
Um Emil kümmern sie sich gemeinsam. Dass Ladina und ihre Eltern und so alle so wahnsinnig enttäuscht sind von dir und hässig, kannst du das nachvollziehen? Kann ich einerseits vielleicht nachvollziehen, ja, aber sie sehen natürlich alle nur immer eine Seite. Mich hat noch nie einer gefragt und mich hat auch noch nie einer verstanden. Ich könnte jetzt genauso sagen, du bist schuld, dass der Unfall überhaupt passiert ist. Ja, das mache ich mit Sicherheit nicht. Niklas ist, er tut mir eigentlich leid, muss ich so sagen. Ja, er ist gestraft genug mit seiner Krankheit. Ich meine, er hat zwei Schlaganfälle hinter sich und das wünscht man niemandem. Ich werde da als Außenseiter, sage ich jetzt mal, behandelt oder derjenige, der da schuld ist in der ganzen Situation. Weil ich sage mal, gehören Nummer zwei dazu. Und ich sage mal, wenn der Unfall nicht passiert wäre, wären wir heute noch eine intakte Familie. Das muss ich ganz klar sagen. Wir hätten den Hof noch. Und ja, würde funktionieren. Wir hätten Freude an Emil. Haben wir auch so, aber eben mit dem gesunden Kind. Ne? Seit der Trennung führt Ladina den Hof ohne Sven, ihrem noch Ehemann. Die Scheidung steht bevor. Ein schwieriger Schritt für die 29-Jährige. Für mich bedeutet Ehe eigentlich etwas Grosses. Also, ich meine, man entscheidet sich füreinander, man entscheidet sich für eine gemeinsame Zukunft. Ja, und das ist dann so. So bin ich eigentlich aufgewachsen. Was hättest du dir denn gewünscht von deinem Mann? Dass er halt auch so mitzieht, ja. Dass wir das Schicksal Emil halt miteinander angehen oder miteinander meistern. Man sagt normalerweise, man wächst mit seinen, die Liebe wächst mit seinen Schwierigkeiten, ja. Aber wenn von vielen Seiten, von außen, immer nur mal eins auf den Deckel bekommt und man versucht eigentlich immer nur das Beste zu geben, ob es für einen Sohn ist, ob es für einen Betrieb ist, ob es für sich selbst ist, für die Familie. Und irgendwann mal verlernt man die oder verlässt einen die Kraft. Ladina weiß, dass sie den Bauernhof nicht alleine führen kann. Seit Anfang Jahr hat sie zwar eine Gehilfin. Ja, lauf. Sie versucht aber, den Gedanken zuzulassen, den Hof verpachten zu müssen. Langsam, langsam. Eigentlich mache ich die Arbeit wahnsinnig gerne. Also du siehst auch da jetzt, wenn ich so rummache und tue. Ich fühle mich brutal wohl und es tut mir auch gut, gut jetzt nach dieser Zeit. Oder? Hallo. Na, wenn denn schon lang. Sehr gut. Ich verdränge den Gedanken jetzt noch so ein bisschen, dass es halt irgendwann auch dann anders wird sein. Man schickt sich dann halt irgendwas wieder rein, oder? Und ja, und ich bin da, wie soll ich sagen, flexibel. Ein paar Wochen später werden Kindschis mit einem neuen Problem konfrontiert. Emil muss an den Hüften operiert werden. Nur wenn der Eingriff gelingt, kann er vielleicht irgendwann wieder gehen. Wichtig ist einfach, ja, sein Stillküssen, das hat er schon seit der Geburt und hat er auch überall immer mitgehabt. Und das ist so das, was ich immer denke, das muss einfach mit. Und jetzt nehme ich einfach noch so zur Sicherheit, in Anführungszeichen, ein paar Spielsachen mit, dass er ein paar von der Heimat hat. Ganz wichtig ist immer Plüschtierli, das ist im Moment sein grosses Ding. Er hat jetzt auch schon ein paar mit. Genau, einfach so ein bisschen Unterhaltungsprogramm ist ganz wichtig, weil jetzt weiss ich, er wird halt ein bisschen Zeitchen im Bett müssen verbringen, dass wir dort ein bisschen Beschäftigung haben. Und was auch ganz wichtig ist Nervennahrung. Also so ein bisschen Schock, ein bisschen
einfach Sachen, ja, dass wir dann, wenn wir gerade ein bisschen im Down sind, wir zwei, dass wir ein bisschen, kommst du, Emil, jetzt essen wir einen Schoki, dann kommt es dann wieder gut. Das ist im Moment auch so ein bisschen, was man dann langsam so herausfindet. So, jetzt wären wir da eigentlich schon mal fertig. Die müssen wir dann noch mitnehmen. Für mich ist es einfach so ein Ausnahmezustand, oder? Man hat dann gleich jetzt schon einen gewissen Alltag gefunden, da daheim, oder? Und in so Operationen sind einfach immer so Ausnahmezeiten, wo man dann so denkt, alles andere bleibt einfach stehen. Bleibt einfach stehen und ist auch ehrlich gesagt in dem Moment gar nicht so wichtig, weil jetzt hat er gerade erste Priorität. Während Ladina Emils Sachen packt, bringt Sven ihn ins Spital. Und meistens ist es bei mir so, wenn ich dann da das Brettigau rausfahre, dann muss ich dann, sage ich einmal, wie ein bisschen Tschüss daheim und breche dann auf in den anderen Teil der Schweiz, wo wir dann wieder bei dem Ausnahmezustand halt wären, wo jetzt im Moment, wo im Moment halt gerade ist. Eine gewisse Angst hast du einfach immer da. Ich habe ab und zu einfach ein bisschen mehr Angst um mich selber dann. Dass ich halt einfach ja, in einem Kisch bin oder auch, wo es dann halt auch immer ist, einfach die Geduld haben, die Ruhe bewahren und halt gut auf den Emil hören, halt, weil er kann nicht kommunizieren im Moment, also er kann nicht reden. Und gleich muss man dann eben rausspüren, ob er jetzt Schmerzen hat oder ob es ihm wohl ist oder ja, aber eben zu langweilig hat. Und das sind dann so ein bisschen Herausforderungen für mich, die auch mit Ängsten verbunden sind, wo, ja, wo man einfach so jetzt nicht weiss, was auf einem zukommt. Ja, erzähl. Hä? Dann musst du steigen. Hallo. Ah, warte, müssen wir noch lesen. Hä? Das wird jetzt noch schwierig, Chef. Gut. Ja. Ja, jetzt gehen wir da rein. Gehen wir noch mal eine Runde drehen. Jetzt laufen wir da halt ringel um. Es ist Emils sechste Operation. Immer wenn Ladina warten muss, bis eine Operation vorbei ist, fährt sie mit dem Tram durch Zürich. Die Fahrt durch die Stadt lenkt sie ab. Sie schafft Distanz zu all ihren Sorgen und zum kräftezehrenden Alltag in Panis. Die Zeit des Wartens gehe für sie so schneller vorbei, auch wenn von schnell nicht die Rede sein kann. Emil übersteht die Operation gut.
Es ist beeindruckend, mit welcher Gelassenheit dieser kleine Junge alles hinnimmt. Es ist der erste Tag nach der Operation. Es ist jetzt Mittag. Emil hat noch die Schiene an im Moment. Dann ein bisschen Sport schauen, Skirennen. Ganz wichtig. Der Emil ist noch ein bisschen, soll ich sagen, beduselt. Ja, müde. Mit Medikament. Vielleicht muss man kekseln. In der Realschule war ich ein ganz scheues Mädchen und einfach denke, ich war am liebsten durchsichtig. Grüezi. Das Ganze, was bis jetzt hierher passiert, hat mich auch wahnsinnig gestärkt. Ja, ich glaube, ich kann sagen, ich habe es jetzt akzeptiert, dass der Emil so ist. Und ich denke dann auch noch oft zurück, mein Gott, er könnte ja auch nicht mehr da sein, was ja viel schlimmer wäre. Ladine hat gelernt, mehr mit ihrem Vater zu sprechen, auch über unangenehme Dinge. Er ist einverstanden damit, dass Ladine den Hof verpachtet. Seit kurzem arbeitet sie nun wieder auswärts. Sie hat eine Teilzeitstelle in einer Metzgerei in Klosters angenommen. Man muss dann halt auch der Tatsache ins Auge sehen und das halt auch der Schritt wagen. Aber für mich ist das ein mutiger und schwieriger Schritt, den ich da machen muss, dass der Hof jetzt verpachten. Aber ich, für mich, für mein Leben und für Emil, für das Emil sein Leben ist es gut, dass ich diesen Schritt jetzt mache. In der Sache von der Scheidung, das, ja, das nimmt mich schon mit. Klar, das ist einfach ein enttäuscht werden, sitzen lassen werden, ist vielleicht auch ein bisschen ein falsches Wort, aber einfach so halt, ja, jetzt stehst du halt wieder allein da im Leben und das muss ich noch ganz fest lernen, auch für, also jetzt halt für mich selber Entscheidungen treffen. Hast du den Wunsch, noch mal einen Mann zu finden? Das ist im Moment eine Frage, die ich einfach offen lasse. Also, ich persönlich jetzt im Moment brauche ich jetzt gerade keinen Mann. Weil jetzt möchte ich mal zuerst mein Leben aufräumen und wieder in eine Bahn ein, wo ich einfach weiss, so tut es und so bin ich zufrieden mit mir. Und dann bin ich natürlich offen. Also ich meine, ich bin jetzt 29 und ich glaube, ich muss jetzt nicht den Rest von meinem Leben allein auf dieser Welt hocken, oder? Hallo. Hallo. Wow! Ja, das ist mal ein Begriff! Hoi! Jesus Gott, nein! Grüezi! Hoi! Oh! Hoi! Nach einer längeren Zeit in der Kinderreha darf Emil wieder nach Hause kommen. Sein Vater Sven hat ihn abgeholt. Hoi! Bist du weit gefahren? Komm, kannst gerade sitzen. Wie heißt es? Erzähl! Ja, gut. Mhm. Dann hatte ich eine Therapie gehabt. Mhm. Ist noch einmal 20 Meter gelaufen. Ja, wie sei. Ja. Aber wie hast du jetzt geschaut? Ja, ganz normal. Du musst schnell. Also mit Heben? Ja, genau. Und dann macht er einen Schritt. Genau, einen Schritt nach dem anderen. Du bist gut, Chef. Du bist gut. Mhm. Einfach so. Ja. Jetzt werde ich das gerade probieren. Nein, jetzt sind wir nicht. Jetzt kannst du mal sitzen. Du musst gut sitzen. Komm. Hm? Hast du es dir gefilmt? Nein, hast du nicht? Nein, habe ich nicht. Keine Chance, weil dann ist es da ist jetzt abgelenkt. Da ist jetzt also abgelenkt, gell? Bist du abgelenkt? Lass jetzt wieder da noch was wechseln. Ja, das machen wir nachher gerade noch. Nein. Befreien wir dich da mal von diesem Zeug. Ja. Dann kannst du nächste Woche 40 Meter. Ja. Und ja, sonst cool. Träumen. Cool. Jetzt bist du so genau. Zu Hause. Jetzt ist schon daheim. Zu Hause. Ja. Gehen wir davon aus, dass es gut ist? No. Ja, und das für die Kinder. Genau. Was siehst du? Das Schäfli. Oder der Fauli. Oh, ich glaube, der da. Der? Oh. Ja. Nein, das ist der Falsch. Das sehe ich da. Ja. Gut. Bitte drücken. Jetzt Licht. Ich glaube, wir müssen anstellen. Jetzt. Nein, das laufen wir ja gerade wieder ein. Nein!
Gell, und jetzt hat man so ganz naiv schon wieder das Gefühl, jetzt springt der Emil wieder davon. Also, ja, das sind dann so halt die Freude, ja, die dann hast, ja, jetzt genau, fährt er wieder an Säckchen. Aber ja, ich sage, hey, es ist der erste Schritt. Also, ja, es fängt alle mal so an, gell? No. Und eben, ich sage, sie ist ein bisschen wie ein Wundertüter. Also, ich hätte das noch nie erwartet, dass er jetzt schon dann erstens darf und auch schon wieder kann. Also ich finde das voll cool. Und darf und tut eigentlich alles wieder. Als ob nichts gewesen wäre. Hä? Wie geht es für euch als Familie weiter? Ja, ich denke, dass wir nach wie vor beide für den Emil da sind. Was halt das Thema Emil betrifft. Und ja, wir sind, glaube ich, beide der Meinung, dass der Emil auch nichts dafür kann, wie es jetzt halt zwischen uns zwei ist. Und ja, dass der Emil halt gleich irgendwie mit uns beiden trotzdem kann aufwachsen kann. Und dass aber du und ich mir einfach in die eigenen Wege gehen können. Was haben wir? So. Ja, also. Was? Wir sind nach wie vor beide für Emil da. Und wir gehen, denke ich mal, das Beste für Emil. Ob es das jetzt Ladina ist oder ob ich das bin. Ja. Und alles andere. Muss jeder seinen eigenen Weg wiederfinden. Ja. Ja, mir zu sagen. Echt? Jetzt müssen wir ein Chillingswoche nicht machen, wenn du so viel zu tun hast da unten. Mit Laufen. Jesus Maria, mit Laufen. Gut, also. Also, viel Glück. Ha? Jetzt geht er. Was mich halt einfach immer freut, dass er einfach so gut ist im Moment. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Aber die Ärzte haben gesagt, ja, es werde vielleicht nicht mehr so gut mit Emil. Man weiß halt nicht genau, wo der Weg hinführe. Und heute muss ich sagen, er ist einfach cool. Er ist einfach cool und macht seinen Weg. Das ist sicher auch dem ganzen Umfeld zu danken. Also auch dem Papa von Emil, dem Sven, mir, einfach allgemein allen ist das auch zu verdanken, dass der Emil so kann sein heute, wie er einfach ist. Wenn wir jetzt laufen? Wir probieren mal. Dass der Mama zeigt, wie du gelaufen bist. Wollen wir machen? Also jetzt los, los, Tempo. Premiere. Jetzt, sagen wir, muss ich noch gut heben. Jetzt, Achtung. Ja. Was ist mit dem anderen Fuß? Nochmal einer. Da. Du machst das gut. Ja. Sehr gut. Wow. Schau jetzt. Nochmal einer. Einen schaffen wir noch.